exklusive Produkte drin, also die noch nicht gelauncht sind. Ah! Hauptsache, ich teste alles hier. Buch kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Hello und willkommen zu einem neuen Video. Adventskalender-Unboxing Nummer 2 für dieses Jahr. Den ersten, das war ja ein Schmuck-Adventskalender. Da war ich ja komplett aus dem Häuschen. Verlinke ich euch auf jeden Fall. Über den, den wir heute unboxen, den gibt es nämlich, glaube ich, nicht mehr. Ich schaue mal schnell nach. Das ist nämlich der von Pamela Reif und der wurde vor einem Monat, glaube ich, gelauncht und am Launchtag, also innerhalb von, glaube ich, 1-2 Stunden war der komplett weg. Ich hatte die letzten Jahre immer den Adventskalender von Pam und der Tradition nachzugehen, habe ich mir auch den wieder bestellt. Hier steht currently not available und ich glaube, der kommt auch nicht nochmal rein. Naturally Pam Favoriten sind damit drin. 11 Partner-Highlights, also eben sind hier auch noch andere Marken anscheinend mit drin. 19 Food-Produkte, 5 Lifestyle-Produkte und wir haben insgesamt einen Warenwert von 150 Euro. Alles ist vegan. Der Adventskalender hat gekostet 59,99 €. In dem Paket mit drin war hier noch so ein Sticker-Sheet. Also hier sind so süße Sticker drin für irgendwie Weihnachtskarten, Geschenke oder so. Finde ich ganz cute. Und dann hier, genau, da ist noch ein Gewinnspiel mit dabei. Ich muss den QR-Code zuhalten, falls, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie abscannen könnt oder so. Weil ich glaube, da kann man nur mitmachen, wenn man den Adventskalender hat. Auch das einer, den man weiterhin verwenden kann, was ich halt echt cool finde. Also dadurch, dass das hier eben mit diesen Schubladen gemacht ist, so zum Rausziehen. Ich finde das echt cute gemacht, also das ist auch was eben, was man sich dann irgendwie einfach ins Zimmer stellen kann, Schmuck reinmachen kann oder eben auch auf den Schreibtisch stellen kann, so ablagemäßig. Es sind, glaube ich, auch exklusive Produkte drin, also die noch nicht gelauncht sind. Ich bin gespannt und würde sagen, wir beginnen einfach das Ganze hier zu öffnen. Ich muss die Zahlen finden. Hier Nummer 1, also wir haben hier oben und unten eben Produkte drin. Hier sind dann auch noch so Buchstaben drauf und so Quotes. Immer, glaube ich, auch so QR-Codes. Ich glaube, so Videos von ihr. Die schaue ich mir jetzt nicht an. Wir fokussieren uns auf den Inhalt. Great, Leute. Hier ist ein neuer Riegel drin. Und zwar einer von denen, die ich wirklich mit am liebsten mag. Von ihr, diese Crunchy Protein Bars. Habe ich, glaube ich, schon häufiger gesagt. Das ist für mich eines der besten Naturally Pam Produkte. Aber ganz ohne Schoko. Sind halt ja so zusammengeklebt. Ich kann euch mal die Zutaten zeigen. Habe ich ja gerade eben noch nicht vorgelesen. Erdnüsse 25%, wir haben Sonnenblumenprotein, Reis Krispies, dann haben wir Inulin, Reissirup, Dattelpaste, Reisproteinpulver, Erdnusspaste aus gerösteten Erdnüssen, Cashewpaste aus gerösteten Cashewkernen, Kokosblütensirup, Ceylon-Zimt 1,3%, Kokosöl, Vanilleextrakt und Meersalz. Und wie gesagt, das hier ist eine komplett neue Sorte. Offensichtlich schon probiert, als meine Kamera dann abgeranzt ist. Der ist auf jeden Fall lecker. Also der schmeckt richtig, richtig gut. Ist halt crispy, wie auch die anderen. Und das finde ich so geil bei denen. Also die sind so richtig schön locker, luftig. Sind immer 30 Gramm, haben 121 Kalorien jetzt hier in dem Fall. Ich glaube, die anderen haben so auch so um die 130 Kalorien. Also es ist halt wirklich danach irgendwie eine Runde joggen gehen will oder so, weil es halt nicht so schwer im Magen liegt. Letztes Jahr im Adventskalender gab es doch auch so einen. Und das war die Sorte Cinnamon Coffee oder so. Den fand ich persönlich furchtbar. Der hier ist um Welten besser. Also wie gesagt, eigentlich mag ich die auch echt gerne. Deswegen hatte ich mich auch letztes Jahr da so gefreut, dass da eine neue Sorte drin war. Und dann hat mir die persönlich aber wirklich gar nicht geschmeckt. War Türchen Nummer 1. Oh Mann, es nervt mich gerade richtig. Direkt das erste Türchen verkackt. Aber wir machen weiter mit 2 hier. Ah, die gab es letztes Jahr, glaube ich, auch schon im Adventskalender. Ihre Chocolate Chips und hier die mit Zimt. Sind okay. Ich mag die normalen Chocolate Chips, ehrlich gesagt, von ihr lieber. Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter und 1% Ceylon-Zimt. Nummer 3 habe ich doch eben schon hier irgendwo gespottet. Hier, das ist ein großes Türchen. Ah, so ein Spültuch mit Everdrop. Hat sie ja schon häufiger zusammengearbeitet. Auch damals die Pambox-Unboxings habe ich ja auch gemacht. Letztes Jahr war das. Und da war auch ab und an mal was von Everdrop mit dabei. Ja, ist einfach so ein Spültuch. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Also da würde ich sagen, kann man nichts sagen. Ist auf jeden Fall was Nützliches. Also hier seht, falls ihr das bei ihr nicht in der Story gesehen habt, da sind auch immer so Bildchen noch mit drauf von ihr und ihrer Family. Ist ganz cute gemacht. Und hier ist drin, Cake Bar, Soft Hazelnut. Ich hatte den ganz am Anfang mal getestet, als der rausgekommen ist. Das ist kein Proteinriegel, sondern glaube ich einfach so ein, ja, Cake Bar. Mal mit euch testen, das ist echt eine Weile her. Also seit dem Launch habe ich den nicht mehr gegessen, ehrlich gesagt. Haselnüsse mit drauf und upsie, dann ist der zweischichtig. Ganz lecker. Also ich muss sagen, erinnert mich halt an Linis Ball. Riegel sind ja erstens auch zweischichtig und zweitens genauso, also mit diesem
Haferboden. Aber der hier ist von der Konsistenz halt schon echt ganz anders. Also der ist so super fluffig, sehr haselnussig. Wir haben noch die Haselnussstückchen, die noch so ein bisschen Crunch mit reingeben. Also ist auf jeden Fall lecker. Hier, wir machen weiter. Ist irgendwas Schweres drin. Ich glaube, irgendwas von ihrer Haarmarke wahrscheinlich. Ah, nee. Jungglück. Von Jungglück. Mit denen arbeitet sie so im Skincare-Bereich zusammen. Das Reinigungsöl. Ich hatte schon mal was von Jungglück. So ein Öl, so ein Pflegeöl. Aber das Reinigungsöl jetzt tatsächlich noch nicht. Also kenne ich noch nicht. Ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt schon so meine Skincare-Produkte, mit denen ich super happy bin. Und bin da ehrlich gesagt nicht so experimentierfreudig, weil ich auch schon ein bisschen was durch habe mit meiner Haut, wie ihr vielleicht wisst. Deswegen vielleicht werde ich das einfach verschenken, irgendwie an meine Schwester oder so. Ich glaube, die nutzt tatsächlich auch Jungglück. Ja, weil wie gesagt, ich will einfach nicht so viel rumexperimentieren. Vielleicht alle, die schon mal so ein bisschen Hautprobleme hatten, die werden das wahrscheinlich fühlen. Ja, ach, hier steht auch drauf, it's Nikolaus in Germany. Ah, hier ist was von ihrer Haarmarke drin, das Haarserum. Ich durfte schon was von ihrer Marke testen, ich habe was zugeschickt bekommen. Das Haarserum und das Trockenshampoo von ihr. Richtig, richtig nice. Das Shampoo habe ich jetzt noch nicht so häufig verwendet, weil ich da eigentlich auch schon eins habe, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Werde ich aber auch noch testen. Ich habe eh überlegt, ob ich mal wieder so ein Ich-teste-Influencer-Produkte-Testvideo mache. Wenn ihr da Produktwünsche oder Influencer-Produkte eben habt, die ich testen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich das gerne machen. Aber ja, wie gesagt, hier ist das Haarserum. Sehr, sehr gut. Brauche ich eh Nachschub von, weil das, wie gesagt, mag ich echt richtig, richtig gerne. Das riecht auch sau lecker, muss ich sagen. Es riecht irgendwie nach irgendwas zu essen. Nummer 7. Ich glaube, hier ist ein Riegel drin, so flach wie das ist. Ah ja, von Hey. Ich liebe ja Hey. Ich arbeite ja auch schon super, super lange mit denen zusammen. Das ist der Haferriegel in Coconut Chocolate. Generell die Haferriegel von Hey. Die sind so richtig geil fudgy, also mag ich echt, echt gerne. Was ich am Anfang nicht so sehr gedacht hätte, aber die sind echt gut. Also das ist auch cool, dass die hier mit drin sind. Ich glaube, es gibt noch die Sorten Banana und Red Berries. Irgendwas mit Berries noch. Fand ich auch lecker. Mag ich sehr gerne, die Marke. Geht's weiter mit Nummer 8. Weiterer Haferriegel, aber ihrer. Und da kann ich euch schon mal direkt sagen, weil ich da auch schon ab und an mal die Frage zu bekommen habe, was denn zum Beispiel der Unterschied zwischen den Hay-Haferriegeln und ihren Haferriegeln hier ist. In den Haferflocken zum Beispiel eben noch Cashewpaste mit drin. Hier ist auch wieder mit Kokosblütensirup gesüßt. Dann haben wir die weiße Schokolade, auch mit Kokosblütenzucker gesüßt. Mandeln haben wir mit drin, Buchweizen und hier, ich finde es so nice, dass da Buchweizen drin ist, weil ich mag diesen Geschmack ganz gerne so zwischendrin irgendwie. So ein bisschen leicht salzige Note, weiß nicht, ich finde das Zusammenspiel richtig, richtig nice. Und ich mache den mal kurz auf, weil das ist eh, glaube ich, meine liebste Sorte von ihren Oat Bars. Und ich habe den schon so lange nicht mehr gegessen. Sieht man hier auch schon direkt eine Mandel. Also ich würde sagen, das ist zum Beispiel sehr haferig. Hier merkt man wirklich, dass das ein Oat Bar ist. Hier bei den von Hay zum Beispiel, finde ich, kommt das Haferriegel-Feeling gar nicht so krass raus, weil die halt wirklich so super, super fudgy sind. Die hier sind jetzt zwar auch nicht trocken, aber trockener als der hier auf jeden Fall. Also mehr wirklich so dieser klassische Haferriegel, aber halt trotzdem super, super lecker und trotzdem irgendwie auch so ein bisschen luftig. Tatsächlich habe ich den weniger süß in Erinnerung gehabt, als er jetzt schmeckt. Also kam mir gerade sehr süß vor, aber was habe ich denn davor gegessen? Ah, stimmt, den Cake Bar. Also ich fand den jetzt irgendwie deutlich süßer als den Cake Bar. Vielleicht ist es gerade auch einfach Einbildung, aber kommt mir gerade, wie gesagt, einfach süßer vor als in Erinnerung. Aber lecker, auf jeden Fall. Hatten wir jetzt die 9 oder die 8? Nein, hier. Hier ist die Nummer 9. Irgendwas zu essen. Ah, wow, die hatte ich schon so lange nicht mehr. Die Nut Clusters. Also das war ja, glaube ich, ihr erstes Produkt oder eins der ersten. Hatte ich so, so lange nicht mehr. Mit dem Schokofuß, die mag ich echt gerne. Hatte ich aber auch schon super lange nicht mehr irgendwie. Genau, also diese Nut Cluster hier, Sorte Peanut Cinnamon. Also wenn ihr Naturally Pam kennt, dann kennt ihr dieses Produkt bestimmt auch, weil wie gesagt, das war eins ihrer allerersten. 10 war hier unten irgendwo. Ach süß, das ist so, da sind auch immer so kleine Reminder mit drauf geschrieben. Das finde ich echt cute gemacht, muss ich sagen. Lippenstift, glaube ich. Inner Beauty. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Schaut der aus. Ich weiß auch nicht, ob in jedem Adventskalender dann die gleiche Farbe drin ist. Hier bei mir ist die. Das ist Spicy Nude. Nummer 11. Oben. Der Clean Protein Bar in Peanut Butter. Das war ja ihr erster Riegel damals.
glaube ich. Ganz am Anfang gab es, glaube ich, Coffee, Hazelnut und Peanut. Peanut mochte ich mehr, aber ich glaube auch, sie überarbeitet gerade da die Rezeptur, weil ich das in ihrer Story gesehen habe, dass sie einen ihrer Riegel gerade am Überarbeiten ist. Also wie gesagt, da mag ich diese Crispy oder Crunchy Bars von ihr auf jeden Fall lieber. 12. Wir sind schon bei der Halbzeit. Mein Akku ist auch schon auf jeden Fall durch. Kenne ich noch gar nicht. Ist das ein neues Produkt von denen? Skinny Nuts. Das sind dünne, überzogene Crunchy-Mandeln in Himbeeren gedippt. Fancy. Ich würde mal sagen, das müssen wir testen. Hier sind drin Reisdrink-Schokoladenkuvertüre mit Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Reisdrinkpulver. Hier ist noch Reissirup drin, Reisstärke, Reismehl, Kakaomasse, Vanilleextrakt. Dann haben wir die gerösteten Mandeln, getrocknete Himbeeren 1% und nochmal Kokosblütenzucker. Ich muss ja sagen, ich weiß, viele sind so Nuss-Snacker. Ich würde mir nie random Nüsse snacken. Ich snack Nussmus, aber ich snack irgendwie nie so Nüsse. Also wie gesagt, mit so Schoko und dann Himbeeren. Die Nuss an sich richtig lecker. Ich schmecke wirklich nur nichts Himbeeriges raus. Allein dadurch, dass die Nüsse so geil crunchy sind. Die Qualität der Nüsse macht natürlich einen riesen Unterschied. Ich glaube, die sind sogar auch bio. Ja, ich muss euch kurz einstecken. Fulltin. Ist irgendwas Schweres drin. Ah, ihre Schokolade. Geht auf jeden Fall immer zum Backen. Hier Kakaomasse, Kakaobutter, Kokosblütenzucker. That's it. Also 70% Kakaoanteil, Bio, Fair Trade, glaube ich auch. Ja, also perfekt zum Backen. Chips oder so. Nein, okay. Von Bua, die kenne ich tatsächlich, die Marke. Die haben so gefriergetrocknete Früchte. Und das hier sind Feigen. Okay, das muss ich testen. Hauptsache, ich teste alles hier. Man muss ja probieren für euch. 100% Feige, einfach gefriergetrocknet. Ist geil. Richtig geil. Crunchy. Ist so ein richtig geiler Snack, wenn man so süße Cravings hat. Gleichzeitig hat man so eine richtig geile Konsistenz. I like. Here we go. Und auch wieder ein Riegel sein. Yes. Zweite Sorte von ihrem Haferriegel. Der erste, der gelauncht ist, Chunky Chocolate. Mag ich auch richtig, richtig gerne. Hatte ich super lange nicht mehr. Auch hier haben wir diese Buchweizen-Crispies mit drin. Müssen wir nochmal probieren, oder? Fette Chocolate-Chunks mit drin. Und Mandelstückchen. Sehr, sehr geil. Das ist wieder irgendwas Schwereres. Schoko-Chai-Tea-Balls. Ja, noch nie gesehen. 4 bis 5 Tea-Balls in heißes Wasser oder heiße Milch. 100 Milliliter. Und dann hat man so eine Schoko-Chai. Riechen. Boah, das riecht richtig lecker. Ich glaube, ich mache mir das nachher. Das ist mal was ganz anderes. Von Rosenthal. Die Marke sagt mir auf jeden Fall auch was. Boascha Stone. Habe ich tatsächlich schon einen? Kann man so sein Gesicht ein bisschen formen und massieren, so am Hals. Hier, ich will das jetzt nicht machen, wenn ich geschminkt bin, aber finde ich ganz cool eigentlich. Ich weiß persönlich nicht, ob das so einen riesen Effekt hat, aber allein fürs Feeling hat es einen Effekt, das kann ich euch sagen. Warum wollen wir 17 machen? Das ist gerne um die 18. Das könnte auch wieder ein Riegel sein. Yes. Gut, ich kenne die Produkte. Ja, also wie gesagt, die Clean Protein Bars sind jetzt nicht so meine krassen Favorites. 19. Ah, die habe ich schon bei Proteinprojekt im Shop entdeckt letztens, aber noch nicht bestellt. Von Layers, so Protein-Cookies, die mich jetzt wiederum optisch an Pralinis erinnern. Aber die sind ja hier High Protein. Wir haben Dattelsirup, Erbsenprotein, Datteln, Haselnussmus, Erdnussmus, Zartbitterschokolade, Erdnüsse, Kokosblütensirup, Agaven-Inulinpulver, Haselnüsse, Kakaopulver, Kakaonips und Salz. Für mich ist das aber kein Cookie, oder? Also ist das ein Cookie für euch? Gefüllt. Aber hier läuft jetzt nichts raus oder so. Also liegt vielleicht auch in der Zimmertemperatur. Aber hier ist es nicht arschkalt. Also ist auf jeden Fall jetzt nicht flüssig. Ich will eigentlich probieren, aber okay. Let's try. Ich würde sagen, man merkt, dass das mit Protein ist. Ich glaube, hier kann man das so ein bisschen an der Konsistenz erkennen. Aber es ist ganz lecker eigentlich. Also es schmeckt hauptsächlich Erdnuss. Schmeckt jetzt nicht irgendwie noch so Hazelnut-Filling. War hier Erdnuss drin? Ja, hier, oder? Ja, okay, Erdnuss muss ich da gerade. Ja, weil es schmeckt primär nach Erdnuss. Aber Erdnuss ist halt auch so ein intensiver Geschmack, macht, dass man das meist mehr rausschmeckt als alles andere, was da noch so drin ist. Jetzt habe ich vergessen, bei welcher Nummer wir waren. Wieder ein Riegel. Es ist ein Crunchy Bar. Aber hier die Sorte Cashew Caramela. Ich
vorhin schon gesagt hatte. Die mag ich echt gerne. Die kann ich empfehlen. Ich habe auch irgendwas zu essen, oder? Diesmal vielleicht Chips, aber das ist zu schwer für Chips. Ah, Chocolate Chips. Die Sorte, die ich bevorzugen würde. Wir hatten ja vorhin die mit Zimt. Ich persönlich finde die hier irgendwie einen Ticken besser. Schmeckt mir einfach besser. Ja. Oat Bar Brownie. Yes. Ist auch sehr, sehr lecker. Ist halt wirklich richtig schön kakaoig, schokoladig. Wir sind beim vorletzten Türchen, Nummer 23. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was hier drin ist. Ach, ein Hay-Bite. Roasted Nuts. Kenne ich ja auch schon. Wie gesagt, mit Hay arbeite ich schon sehr, sehr lange zusammen. Roasted Nuts, eine Sorte, die ich sehr empfehlen kann. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist eine meiner Favorites von den Nussriegeln von Hay. Wir sind bei Türchen Nummer 24 angelangt. Ist was Schweres drin? Ich vermute eine Nussbutter. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Meine Kamera ist schon wieder abgekackt. Und zwar ist das hier Naturally Pam. Die Creamy Nut Butter und zwar in der Sorte Biscuitella. Also ein komplett neues Nussmus. Geröstete Mandeln, geröstete Erdnüsse, glutenfreies Hafermehl, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Ceylonzimt, Ingwerpulver, Kardamompulver. Also ich dachte am Anfang, das ist so ein bisschen wie so ein Spekulatius-Aufstrich oder so. Ihr kennt bestimmt den Lotus-Aufstrich. Liebe ich ja, könnte ich mich reinlegen. Ich habe getestet, offensichtlich. Also die Konsistenz, ihr seht, das ist super, super fest. Nee, also ich mache den Abschluss jetzt hier kurz mit dem Handy, weil diese Kamera kann das jetzt hier nicht zum fünften Mal abbrechen. Also hier, Biscuitella, habt ihr das schon gesehen, hoffentlich. Die Konsistenz ist leider sehr, sehr fest. Vielleicht muss man das auch auf die Heizung stellen oder so. Und der Geschmack, wonach es schmecken soll. Also wie gesagt, ich dachte, das geht so in die Richtung Lotus. Geht es auch so ein bisschen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es halt viel, viel weniger süß ist. Also es ist schon lecker. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das ist so ein Ding, je mehr man davon isst, desto besser wird es vielleicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wenn das Produkt dann draußen ist, beziehungsweise alle aus dem Adventskalender das probiert haben, wie andere Leute das so finden. Ja, ich habe da irgendwie noch kein abschließendes Fazit zu. Ich hoffe, war interessant für euch. Ich fand es echt ganz cool. Also man bekommt auf jeden Fall gut schon was Leckeres zum Snacken. Wenn man sie verfolgt und weiß, was für Marken sie auch so empfiehlt, dann kennt man viele der Marken sowieso schon. Und kann das durch den Adventskalender aber eben alles mal selber testen. Und das ist ja eigentlich ganz cool. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ist ein solider Adventskalender. Sehr hübsch gemacht. Ja, ich weiß gerade auch selber noch nicht, ob ich das alles wieder befülle. Aber wenn ihr das hier gerade sehen könntet, also hier liegt gerade alles durchmischt rum. Ich werde wahrscheinlich eh nicht mehr wissen, was in welchem Türchen war. Also ich glaube, das war es mit diesem Adventskalender für mich dieses Jahr. Wir haben zwar jetzt schon fast Dezember, aber wenn es trotzdem noch irgendeinen Adventskalender gibt, den ich für euch unboxen soll, sagt mir Bescheid. Dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Ich hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut gerne auf Instagram vorbei. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.